Ah, das ist lieb von dir. Super, Dankeschön. Aber leider kann ich mir keinen neuen Rechtsanwalt leisten. Ist halt so, wenn du mal im Gerichtssaal oder so gewesen bist und die gucken dich dann richtig so bitterböse an, so wie wenn Blicke töten könnten. Und du wurdest so angeguckt von einem Richter, weil du dich halt an die Regeln gehalten hast, so wie ich bring dich jetzt mit meinen Blicken um. Ja. Wenn natürlich dann der Richter dann auch die Bilder vor sich hat, wie du als Mandantin deinen Intimbereich zeigst, nö, ich fühle mich da jetzt nicht in keiner Weise getriggert, gar nicht, nein. Und ich sollte auch Geld bei der Bank hinterlegen, wo ich mir so sage, Junge, hättest du mal die Schreiben meiner Anwältin gelesen und gelesen, dass bei meiner Mandantin kein Geld mehr fließt, wo soll ich denn da in Deutschland Geld hinterlegen? Aber nein, die Richter in Deutschland. Jeder macht halt da so seine eigene Sache. Es ist denen scheißegal. Es ist denen scheißegal, ob die Mandanten. Es ist denen halt auch scheißegal, ob die Mandanten von der Brücke springen. Jetzt ohne Scheiß. Oder ausrasten nach einem Gerichtsurteil, weil es einfach falsch ist, was sie gemacht haben. Es ist den Richtern scheißegal. Die bekommen doch ihre Boni, die bekommen doch ihre Pension, die bekommen doch alles. Es ist denen doch scheißegal, was für die Urteile die fällen. Es ist denen doch scheißegal, die entscheiden über das Schicksal von Menschen. Es ist denen scheißegal. Du glaubst aber nicht, dass es einen Rechtsstaat in Deutschland gibt. Es gibt keinen Rechtsstaat in Deutschland. Das ist Korruption von oben bis unten. Aber hey, Mensch, es ist aber doch schön, wenn sich Leute noch, wenn Leute mal noch melden oder wenn irgendetwas ist. Da kann ich doch nur sagen, Prost Mahlzeit. Aber bis mal irgendetwas passiert, da vergehen, ich glaube, in Deutschland 30, 40 Jahre. Es ist wie, wenn du einmal was falsch gemacht hast, ne, komm da mal wieder raus. Die Bürokratiemühlen in Deutschland sind so lange, das dauert 30 bis 40 Jahre. Und dann ist es sowieso verjährt, dann ist es scheißegal. Und nochmal, wo ist denn in Deutschland der Rechtsstaat? Ich wurde bedroht, ich wurde gestalkt, mein Privateigentum wurde verletzt, meine Privatsphäre wurde verletzt. Bedroht, körperlich. Ich wurde von der damaligen, ich weiß nicht, ob es noch so ist, Lebensgefährtin von meinem Ex. Körperlich. Ich nenne es mal misshandelt. Die kommen überall durch. Die hat meinen Steuerberater bedroht. Alles. Die hat Drohanrufe verschickt. Die hat ihre komplette Family auf mich losgelassen. Ich habe der nichts getan. Der absolut nichts getan. Nie habe ich irgendetwas getan. Gar nichts. Aber die hat meine Wohnung, wo ich Untermieter gewesen bin, die hat mein Eigentum durchwühlt. Die hat komplett meine ganzen persönlichen Grenzen verletzt. Aber es ist scheißegal. Die kommt doch mit allen durch. Es ist doch scheißegal, weil die kommen halt aus dem Westen. Im Westen ist es wahrscheinlich gang und gäbe. Im Westen kannst du wahrscheinlich Wohnungen durchwühlen, kannst du Wohnungen zerstören, kannst du Leute bedrohen, da kannst du alles Mögliche machen. Es ist doch scheißegal. Was interessiert denn? Wann wird denn mein Rechtsurteil gesprochen? Überhaupt nicht. Warum sollte ich mich dann noch an Datenschutz halten? Warum soll ich mich an Datenschutz halten? Wenn du so gefickt wirst im Gerichtssaal, anders kannst du es nicht sagen, sehe ich doch nicht mehr, dass ich mich in Deutschland an Recht und Gesetz halte. Wenn es Recht und Gesetz in Deutschland nicht auf der Seite beziehungsweise ich als Mandantin, wenn das Recht nicht auf meiner Seite ist und nicht auf meiner Seite gewesen ist, warum soll ich mich dann an Recht und Gesetz in Deutschland halten? Sehe ich nicht ein. Ist mit meinem gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Ich habe alles gemacht. Ich habe alles gemacht, wie es zu machen. Und ich wurde gefickt im Gerichtssaal. Anders kannst du es nicht sagen. Aber hey, ja. Wie gesagt, Steuerbetrug hochgradig, freie Fahrt. Steuerbetrug 2 € oder 1,50 € landest im Knast. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn das so wunderbar uneven verteilt ist in Deutschland. Und nochmal, wo ist denn in Deutschland der Rechtsstaat? Ich wurde bedroht, ich wurde gestalkt, mein Privateigentum wurde verletzt, meine Privatsphäre wurde verletzt. Bedroht, körperlich. Ich wurde von der damaligen, ich weiß nicht, ob es noch so ist, Lebensgefährtin von meinem Ex. Körperlich, ich nenne es mal misshandelt. Die kommen überall durch. Die hat meinen Steuerberater bedroht. Alles. Die hat Drohanrufe verschickt. Die hat ihre komplette Family auf mich losgelassen. Ich habe der nichts getan. Der absolut nichts getan. Nie habe ich irgendetwas getan. Gar nichts. Aber die hat meine Wohnung, wo ich Untermieter gewesen bin. Die hat mein Eigentum durchwühlt. Die hat komplett meine ganzen persönlichen Grenzen verletzt. Aber es ist scheißegal. Die kommt doch mit allen durch. Es ist doch scheißegal, weil die kommen halt aus dem Westen. Im Westen ist es wahrscheinlich gang und gäbe. Im Westen kannst du wahrscheinlich Wohnungen durchwühlen. Kannst du Wohnungen zerstören. Kannst du Leute bedrohen. Da kannst du alles Mögliche machen.
Es ist doch scheißegal. Was interessiert denn? Wann wird denn mal ein Rechtsurteil gesprochen? Überhaupt nicht. Warum sollte ich mich dann noch an Datenschutz halten? Warum soll ich mich an Datenschutz halten? Wenn du so gefickt wirst im Gerichtssaal, anders kannst du es nicht sagen, sehe ich doch nicht mehr ein, dass ich mich in Deutschland an Recht und Gesetz halte. Wenn es Recht und Gesetz in Deutschland nicht auf der Seite beziehungsweise ich als Mandantin, wenn das Recht nicht auf meiner Seite ist und nie auf meiner Seite gewesen ist, warum soll ich mich dann an Recht und Gesetz in Deutschland halten? Sehe ich nicht ein. Ist mit meinem gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Ich habe alles gemacht. Ich habe alles gemacht, wie es zu machen. Und ich wurde gefickt im Gerichtssaal. Anders kannst du es nicht sagen. Aber hey, ja, wie gesagt, Steuerbetrug hochgradig, freie Fahrt. Steuerbetrug 2 Euro oder 1,50 Euro, landest im Knast. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn das so wunderbar uneven verteilt ist in Deutschland.